Kann der Westen oder auch die Ukraine selbst diesen Putsch jetzt noch für sich nutzen oder ist das Momentum auch schon wieder verstrichen? Das kommt jetzt auf die Moral der Streitkräfte, die jetzt an der Front stehen, an. Man hat versucht, innerhalb der Armee die Neuigkeiten, die Nachrichten über diesen Putschversuch so gering wie möglich zu halten, so einzudämmen wie möglich, aber das bleibt natürlich nicht geheim. In der Front gibt es wenig Wagner-Leute, da verändert sich wenig. Allerdings, wenn die Hoffnungen auf eine Veränderung der Art und Weise der Kriegsführung, die mit diesem Putsch verbunden waren oder mit dieser Meuterei verbunden waren, sich jetzt nicht erfüllt, kann sein, dass die russischen Soldaten jetzt auch noch mal einen extra Moraldämpfer haben. Es haben sich auch einige Eliteverbände mit Prigozhin solidarisch erklärt. Also da ist noch vieles offen. Mal schauen. Die ukrainische Offensive läuft weiter, allerdings in demselben eher langsamen Tempo, wie wir das vor einer Woche bzw. vor zwei Wochen auch schon gesehen haben. Aber die Entwicklung bleibt hochdynamisch. Dr. Gustav Kesser, ganz herzlichen Dank für den Besuch und die Analyse. Hochspannend hier bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank.